So, hallo Leute, mein Name ist Hassan und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde euch zeigen, wie man in den 30 Tagen Fastenzeit sich was Neues angewöhnt oder sich eine schlechte Angewohnheit eventuell abgewöhnt oder wer sagt, ich möchte abnehmen, abnimmt oder vielleicht sogar ein Sixpack herbeizaubert. In erster Linie ist es allerwichtigste, was nehme ich zu mir oder was muss ich vor dem Sonnenaufgang machen, dass ich überhaupt den Tag gut durchstehen kann und auch sagen kann, hey, kein Muskelverlust, kein großartigen Muskelverlust und natürlich Fett weg. Es wird regelmäßige Updates von meinem Körper geben, immer Gürtel aufwärts natürlich, dass ihr mal seht, was man in 30 Tagen Fastenzeit erreichen kann, was eigentlich nur ein Nebeneffekt ist, durch bisschen mehr Disziplin, durch bisschen mehr Umdenken. Und dann seht ihr mal, was in 30 Tagen erreichbar ist. Vor allem, es geht mir jetzt nicht hier darum, breit zu werden, es geht mir darum, einfach einen ästhetischen, schönen, sportlichen Körper zu haben. So. Also, wie ihr seht, hier am Bauchbereich habe ich ordentlich was. Also was heißt ordentlich? Also für meine Verhältnisse. Und natürlich bei mir immer eine starke Problemzone ist mehr die Hüfte. Also Hüfte und hier am unteren Bauch. Wie ihr seht, im oberen Bereich hält sich es immer in Grenzen. Ein bisschen hier an der Brust lagert sich es auch noch ab. Das sind bei mir schon jeher immer die Problemzonen gewesen. Es wird immer ein regelmäßiges Update geben. Dann seht ihr mal, was in 30 Tagen vor allem in der Fastenzeit machbar ist. Und hier noch ein kurzes Update von hinten. Ich denke mal, ja, das ist für einen, der Kampfsport macht, ganz solide. Natürlich, ich bin jetzt nicht so, dass ich noch auf irgendwelchen Wettkämpfen bin. Ich gebe hier Unterricht, ich trainiere mit den Kids und natürlich schaue ich, dass ich auch für mich immer was mache. Aber so ist gerade meine aktuelle Form. Und ja, wir sehen weiter. Ich werde gar nicht groß auf die religiösen Themen eingehen. Wer sich darüber informieren möchte oder Interesse hat, einfach mich anschreiben, vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Und da kann ich euch natürlich weiterhelfen. Aber mir geht es eher darum, wie man diese Zeit einfach gut nutzen kann, positiv nutzen kann. Natürlich ist es allgemein eine positive Zeit. Es hat ja alles seinen Sinn und Zweck, wieso man fastet, weshalb man fastet. Es werden manche sagen, ach, ihr dürft doch nicht mal was trinken. Leute, ich bin jetzt fast 28 Jahre alt und ich faste schon seitdem ich 12 bin. Ich trainiere regelmäßig Kampfsport und bin auch jahrelang im Fitnessbereich tätig gewesen. Und das geht alles ohne Probleme. Man muss nur wissen, wie. Hierbei geht es darum, dass ich morgens mir einen Shake mache. Aber nicht hier Wasser und Proteinpulver rein, sondern ich habe den Shake so für mich aufgebaut, dass er lange über den Tag satt hält, dass man ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt und natürlich das Wichtigste, dass der Muskelerhalt so lang wie möglich einfach da ist. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Shake. Mein Shake packe ich immer 250 Gramm Magerquark rein und dann eine Handvoll, sind ca. 20 Gramm Mandeln, Leinsamen, ein Teelöffel, Sonnenblumenkerne, ein Teelöffel und Chiasamen, ein Teelöffel. Und dazu gefrorene Beeren. Die Beerenmischung, die gibt es meistens beim Lidl oder beim Rewe, je nachdem, wo ihr einkauft, hat es eigentlich überall. Nehme ich ca. 50 bis 100 Gramm, man kann so eine offene Handvoll sagen oder einfach eine kleine Schüssel, aber nicht voll, also so Viertel bis zur Hälfte, je nachdem. Und das auch rein. Und dann, wer möchte, tut die ganze Sache nochmal mit Proteinpulver aufstocken. Das heißt, nehmt euch was auch eventuell mit Geschmack, zum Beispiel ich nehme immer Soy plus 90 mit Schokogeschmack und tut es noch dann auch mit reinpacken, je nachdem 1 bis 2 Esslöffel
wie viel ihr möchtet und je nachdem natürlich nach Körpergröße. Nicht, dass ihr jetzt zu viel Protein habt, weil das ist ja recht proteinhaltig, was wir jetzt hier mischen. Und natürlich durch den Magerquark haben wir noch ein Casein-Protein, also der Körper, der braucht ein bisschen länger, bis er das verdaut hat und dadurch haben wir einfach ein längeres Sättigungsgefühl. Also, nachdem ich das alles in den Shake gepackt habe, einmal schön mixen und dann natürlich, wer möchte, Kokosmilch oder Wasser auffüllen. Bis zu einem Liter mache ich es mir immer, mixe es ordentlich durch und dann kann man es genüsslich trinken. Wer sagt, das reicht mir nicht oder mein Magen ist danach nicht voll, der nimmt sich einfach nochmal einen halben Liter Wasser oder einen Liter Wasser sogar und kann das nochmal trinken. Was ich jetzt noch zusätzlich dazu mache, ist, ich packe es eigentlich mit oder auch manchmal nicht in den Shake. Das ist je nachdem, wie ich Lust darauf habe. Ich benutze seit Jahren Leinöl. Ja? Und davon nehme ich meistens einen Esslöffel. Entweder ihr nehmt einen Esslöffel, tut es rein mit in den Shake oder einfach ihr geschwind mal kurz in den Mund führen und dann ist es auch gut. Wie ihr wollt. Und die ganze Sache, also nochmal Quark, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Chiasamen, Mandeln, Proteinpulver. Wenn ihr das, und die Beeren natürlich, wenn ihr das alles nimmt, sind wir ungefähr bei 800 Kalorien. Also ich denke mal, das ist für morgens und ist es schon eigentlich eine ordentliche Portion. Es hält wirklich sehr lange satt. Ich arbeite selber noch zusätzlich als Handwerker. Ich bin als Handwerker tätig und nach meiner Erfahrung reicht das wirklich bis zur Mittagspause, spürt man eigentlich wirklich keinen Hunger und natürlich, man braucht ja ein, zwei, drei Tage sogar ein bisschen Anlauf, bis der Körper sich mal für die ganze Sache umgestellt hat. Wenn ihr Lust habt, macht das doch auch mit, macht das mit mir zusammen, ich helfe euch gerne auch dabei, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, mir dort eine Nachricht hinterlassen. Der Link zu meinem Instagram-Account steht dann in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr möchtet. Abonniert den Kanal, folgt mir weiterhin und ich werde in regelmäßigen Abständen Videos mit regelmäßigen Updates und natürlich mehr Infos für euch da lassen. Bis zum nächsten Mal.